In The Mech 2 wird es ja so dargestellt, als hätte Megalodon zur Zeit der Dinosaurier gelebt, was aber falsch ist. Megalodon entwickelte sich im Miozän, was lange nach dem KPG-Massenaussterben am Ende der Kreidezeit war. Allerdings gab es ein Tier, welches dem Megalodon aus dem Film in diesem Bereich recht nahe kommt. Kretodus crassidens, ein riesiger Hai, der während der Kreidezeit die Meere unsicher gemacht hat. Mit 9 bis 11 Metern Länge wurde er zwar nicht so groß wie Megalodon, war aber mit seinem Verwandten Otodus obliquus vergleichbar. Vom Körperbau her ähnelte er wahrscheinlich einem Tigerhai und war damals der Top-Predator der Meere, denn vor 90 Millionen Jahren waren die großen Ichthyosaurier und Pliosaurier ausgestorben. Was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass sich Tiere wie Kretodus oder auch die großen Mosasaurier entwickeln konnten. Ernährt hat sich Kretodus wahrscheinlich von Meeresreptilien wie den übrig gebliebenen kleineren Pliosauriern und Schildkröten. Leider war seine Herrschaft nicht von langer Dauer und die Mosasaurier wurden die unangefochtenen Könige der Meere. Trotzdem eines der interessantesten Urzeittiere, welches leider viel unbekannter ist, als es verdient. Aber das könnte ich zugegeben über so ziemlich jedes Tier sagen.